Ein gut aussehender Mann und talentierter Musiker. Doch glücklich sieht er wahrlich nicht aus. Hallo, Herr Kreuzer. Wollen Sie mir auch noch eins mitgeben, so wie die Hexe da drinnen? Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Das ist momentan nicht der richtige Augenblick. Zusammen mit Saufen beschäftigt, ne? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre Musik wunderbar fand und Lady Westmacott kein Recht hatte, sie so bloßzustellen. So? Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich nicht. Also, hatte sie das Recht? Nein, sie nicht. Diese zynische alte Hex hat an Spaß, die Schwächen anderer bloßzustellen. Dabei haben wir die alle. Sie auch. Sie giert nach Anerkennung und tut so, als wär's nicht so. Schauerlich. Sie weist Preise und Auszeichnungen mit abfälligen Kommentaren weit von sich. Ärgert sich aber, wenn andere sie bekommen sollen. Sie braucht die Gewissheit, besser zu sein als andere. Sie scheinen sie gut zu kennen. Ich habe sie nur ein, zweimal getroffen. Aber ich kannte ihren Sohn und einige ihrer Bekannten. Eine Freundin von ihr hat mich eine Zeit lang unterstützt. Keiner getraut sich, es ihr ins Gesicht zu sagen, aber alle hassen sie. Sie oder ihren Erfolg? Tja, das ist die Frage. Und ich muss sagen, sie ist eine alte Frau, sie macht sich halt einen Spaß draus, andere bloßzustellen. Aber sie macht es auf eine charmante Art und Weise, finde ich. Und ist immer so eine Frage, ist man so ein alter verknatzter Drecksack im Alter oder ist man dann, sieht man das Leben leichter und nimmt es mit Humor? Und sie hat sehr viel Humor, also die ist sehr schön gestaltet worden, finde ich, von den Machern her. Sie haben so viel Talent. Warum stehen Sie nicht auf den großen Bühnen dieser Welt? Vielleicht Schicksal oder Pech. Meine Eltern haben mir und meiner Schwester alle Türen geöffnet und erwarteten eine entsprechende Karriere. Überengagierte Eltern, die ihre Kinder an ein Instrument zwingen? Nein, so war es nicht. Ich habe es geliebt. Ich spielte gern Geige. Ich musste nicht dazu gezwungen werden. Ich wollte es selber schaffen. Ich habe gedacht, ich würde meine Ziele erreichen, wenn ich mich nur genug dafür anstrengte. Doch, daraus wurde nichts. Was ist passiert? In einer dramatischen Geschichte hätte ich mir kurz vor meinem Durchbruch die Hand brechen müssen. Oder hätte aufgrund meiner Herkunft oder meines Namens abgewiesen oder durch Intrigen zu Fall gebracht werden müssen. Doch nichts dergleichen geschah. Ich übte wie besessen, wurde immer besser, richtig gut. Aber es passierte nichts. Nie hörten mich die Richtigen. Ich war nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Können Sie sich vorstellen, was es für ein Gefühl ist, ständig kurz vor dem Durchbruch zu stehen? Nur einen Abend davon entfernt zu sein, über Nacht ein Star zu werden? Zu sehen, wie andere, nicht talentiertere Spieler an einem vorbeiziehen, weil einem selber das letzte Quäntchen Glück fehlt? Schrecklich. Für jeden Stern im Rampenlicht gibt es ein Dutzend Lichter, die verglühen und mit jedem Monat schwächer leuchten. Ich wollte keiner dieser Gestalten sein, die ihren Träumen hinterherhängen, nicht einsehen, dass sie unerreichbar geworden sind und damit ihr Leben verschwenden. Wenn ich schon nicht das Leben bekam, das ich mir selber erträumt hatte und das meine Familie von mir erwartete, so wollte ich das nächstbeste Leben. Das nächstbeste Leben? Villen, Limousinen, Partys, alles, was man sich wünscht. Nur, dass nichts davon mir gehört. Die Lady hat sie einen Schmarotzer genannt. Ein hässliches Wort. Aber vielleicht nicht weit von der Wahrheit entfernt. Ich bewege mich unter den Schönen und Reichen, führe auf den ersten Blick genau das Leben, das mein Vater sich für mich gewünscht hat. Ein sorgenfreies Leben. Unbeschwert. Und ich spiele Geige, was ich immer geliebt habe. Aber so ist es nicht. Es ist hohl. Mein Leben ist nur eine Hülle, eine Show. Und jeder weiß es. Ich habe mal was anderes geliebt und dafür gebrannt. Aber jetzt, die Geige ist nur noch ein Accessoire, um meinen eigentlichen Beruf ausüben zu können. Und Ihre Familie? Wie könnte ich Ihnen unter die Augen treten? Ein gescheiterter Geiger, der aufgegeben hat? Tja, klingt nach einem harten Los, aber ganz ehrlich, also, ich kann es verstehen, dass er seinem Traum nachgehen wollte und dann vielleicht auch irgendwann einsehen musste, dass es nicht funktioniert, aber das Leben, das er dann gewählt hat, dafür habe ich kein Verständnis. Wie soll es mit Ihnen weitergehen? Ist das nicht eindeutig? Meine Hände beginnen zu zittern vom Alkohol. Was bleibt, wenn ich mein blendendes Aussehen verliere? Dann habe ich nichts mehr und
wird Schluss machen. So etwas dürfen Sie nicht sagen. Mit der Pistole meines Vaters. Ich habe sie immer bei mir. Sie ist weg. Ach, das Schicksal gönnt mir wohl nicht einmal einen schnellen Tod. Meinen Sie nicht, dass Sie es vielleicht doch noch schaffen können? Nein, zu spät. Die eigentliche Frage ist, habe ich damals zu schnell aufgegeben? Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Herr Kreuzer. Vor allem dafür habe ich kein Verständnis für den Alkohol. Gut, was haben wir noch? Gehen nach hinten wollen wir nicht. Gehen wir noch mal kurz rein und ich will noch mal kurz schauen, ob die Kabine denn offen ist. Denn ich denke mal, wenn wir aufs Vorderdeck gehen, dann wird sich die Geschichte weiter spinnen. Vielleicht ist auch die Baronin noch drin. Ich bin sicher, ich könnte Ihnen helfen, wenn... Lassen Sie mich da mal ran! Wenn Sie mir sagen würden, was Sie suchen. Sie stehen nur im Weg. Gehen Sie raus. Ich werde vor der Tür warten, Madame. Ja, ja. Oh, Miss... Myers. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, ich schaue mir nur das Schiff an. Guten Tag. Das war knapp. Okay, bleibt er denn jetzt hier stehen? Ich gehe da mal kurz rein. Ah, okay. Ich glaube, er wittert Verdacht und bewacht deswegen die Tür immer mit oder behält die im Blick. Was haben wir eigentlich jetzt noch alles dabei? Ach, das Badetuch ist das komische Ding hier. Gut. Ja, solange er hier sitzt, können wir natürlich nichts machen. Inch ist intelligent und skrupellos. Eine gefährliche Mischung. Er ist kein genialer Planer, aber er ist schlau und vorsichtig. Er riecht Gefahr. Ich fürchte, er könnte ahnen, dass etwas nicht stimmt. Er ist kein genialer Planer, aber der Rabe war doch ein genialer Planer, oder? Ich finde ihn unheimlich. Man schaut in dieses Gesicht und könnte glauben, er wäre mit sich und der Welt im Reinen. Doch Adil hat mir von seinen Stimmungsschwankungen erzählt. Von einer Sekunde auf die andere lässt er die Maske fallen und ist zu wirklich allem fähig. Ich kümmere mich nicht weiter um ihn. Ich werde mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Ich kümmere mich. Okay. Gut, wir kommen jetzt erstmal nicht rein. Wir können auch noch mal kurz probieren. Da wird sie bestimmt sagen, solange er dort sitzt, mache ich das nicht. Inch hat die Tür im Blick. Ich brauche einen anderen Zugang zur Kabine. Okay, dann werden wir vielleicht doch mal erfahren, wie man hier rauskommen kann. Aus der Kabine. Schauen wir mal. So, wobei das war dann nicht mehr, als wir damals die Munduntersuchung gemacht haben, dachten wir erst, dass man irgendwie rauskommen muss noch aus der Kabine, aber das war dann nicht mehr aktuell eigentlich. Schauen wir mal so. Okay, aber irgendwie müsste man von hier hinten dann, oder von oben vielleicht. Wir schauen mal. Erstmal gucken wir hier. Dort dürfte es zum Frachtraum gehen. Nicht weiter interessant für mich. Dachte ich mir, dass sie das vollkommen außer Acht lässt. Buhl, Curling, Shuffleboard. Das ist sich alles sehr ähnlich. Insoweit, als es mich nicht interessiert. Ich wollte gerade sagen, die sind alle ziemlich verschieden. Einzige Verbindung zum Curling ist vielleicht, dass man ungefähr eine bestimmte Länge erreichen muss, wenn man das davon schießt, sozusagen. Die beiden scheinen sich näher zu kommen. Ich spreche sie lieber nicht an. Als ich den Professor zusammen mit Adil in London verfolgt habe, war ich zwar verkleidet, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er mich wiedererkennt. Nein, solange es sich vermeiden lässt, werde ich nicht mit ihnen sprechen. Okay. Hier gibt es also auch nichts weiter. Dann bleibt nur noch das Oberdeck. Und das werden wir uns dann auch direkt vornehmen. Dazu muss er erst einmal aufs Nebendeck. Und dann die Treppe hoch. Genau. Wir könnten natürlich noch hier drin die Treppe runtergehen. Das wäre noch die andere Alternative. Aber wir schauen erstmal um. Wer weiß. Ich denke mal, wir werden noch ein paar Minuten hier verbringen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Gehen unter wollen wir gerade nicht. Zwei knackige Matrosen stehen an einem Tisch und studieren eine Seekarte. Gut, dass sie beschäftigt sind. So kann ich mich hier oben ungestört umschauen. Sollte jemand die Brücke verlassen, werde ich so tun, als würde ich die Sterne beobachten. Und wenn gar nichts anderes hilft, lasse ich meinen Charme spielen. Ja, das kleine hübsche Dummchen ist doch eine super Verkleidung. Okay,
Tochter des Fähnchen. Das Fähnchen kenne ich gar nicht. Vielleicht nimmt sie das jetzt mit oder so. Keine Ahnung. Zumindest hier von... Keine Ahnung, was das für ein Fähnchen ist. Aber der Stab, an dem es befestigt ist, könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Er ist etwa 80 cm lang und sieht recht stabil aus. Genau, das dachte ich mir. Denn diese Fahne hat dann nicht mehr existiert, als wir mit Zellner hier hin sind. Ja, der hält was aus. Aber zum Herumschleppen ist er zu unhandlich. Okay, dann nehme ich an, dass wir das irgendwie direkt hier vor Ort brauchen. Der Lüftungsschacht scheint schon außer Betrieb zu sein. Ich dachte, dass vielleicht mit dem was ist, aber naja. Ein Klassiker. Ach so. Die Diebin steigt durch einen Lüftungsschacht ein. Sollte es so einfach sein? Okay. Nein, ist es nicht. Die Abdeckung ist festgeschraubt. So, müssen wir also irgendwo Werkzeug herkriegen. Was haben wir dabei? Die Salatzange, die bringt uns, glaube ich, nicht so viel, um die Abdeckung zu öffnen. Ansonsten können wir ihn vielleicht aushebeln? Wir schauen mal. Nein, es gibt keine Lücke, in die ich den Stab stecken könnte. Die Abdeckung lässt sich nicht aufhebeln. Schade. Okay, vielleicht können wir irgendwas... Nein, das hätte mich auch sehr gewundert. Gut. Was haben wir noch? Ansonsten sieht es nicht so aus, als ob hier noch irgendwas wäre. Also müssen wir noch irgendeinen Gegenstand uns ranholen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal die Treppe hinab. Und schauen mal, ob wir noch irgendwas anderes finden können. So, ich weiß gar nicht, wo der Kapitän jetzt eigentlich hingerannt ist. Kapitän Di Conti. Und wir könnten theoretisch auch nochmal bei uns in die Kabine schauen, ob da noch irgendwas drin ist, das wir mitnehmen können. Der Tisch sieht ziemlich voll aus. Das habe ich jetzt auch nicht unbedingt so in Erinnerung, aber wer weiß. Verschiedene Zeitschriften und Magazine. Das hier sieht interessant aus. Kunst und Kultur heute. Hier steht etwas über die geplante Ausstellung. Einzigartige Kunstwerke. Erstmalig wieder gemeinsam in ihrem Heimatland ausgestellt. Unermüdliche Arbeit von Baronin von Tribitz. Okay, macht sie nichts weiter damit? Keine Zeit zum Lesen. Ich muss das Geheimversteck in der Kabine der Baronin finden. Alles klar. Gut, die Krankenstation werden wir aber kaum betreten können, denke ich mal. Es sei denn, der Doktor ist da. Herein. Er ist da. Wie schön. Sprechen wir doch mal mit ihm. Doch ist er ja ein unbescholtener Bürger. Wie kann ich Ihnen helfen, junge Dame? Sind Sie der Schiffsarzt? Ja, natürlich. Sehen Sie? Das habe ich mir gedacht, weil Sie die Uniform tragen und in der Krankenstation arbeiten. Das haben Sie gut erkannt, junge Dame. Dr. Gebhardt, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? So schön, wie sie so richtig volle Kanne auf Dummchen macht. Finde ich super. Wie sind denn so die anderen Gäste hier an Bord? Hören Sie, junge Dame, ich habe momentan wirklich keine Zeit für ein Schwätzchen. Heute ist mein erster Tag und er läuft etwas anders, als ich gedacht habe. Sie wirken tatsächlich etwas gestresst. Vielleicht sollten Sie sich entspannen. Stress ist nicht gut für Sie. Sie haben ganz recht. Wenn ich Ihnen ansonsten nicht weiter behilflich sein kann. So richtig behilflich waren Sie mir eigentlich nicht. Vielleicht komme ich später nochmal wieder. Tschüssi! Ehrlich. Gut, ich nehme an, jetzt wird sie nicht mehr reingehen. Der gute Doktor scheint schwer beschäftigt zu sein. Ich sollte ihn nicht weiter stören. Okay, schauen wir nochmal bei der Kabine von Inspektor Legrand und dann wird es hier unten offenbar schon das gewesen sein dann. Wir haben kurz darüber diskutiert, ob wir versuchen sollten, das zweite Auge hier an Bord an uns zu bringen. Dagegen sprachen nicht nur die schlechten Fluchtmöglichkeiten, sondern auch die 10 cm dicke Tresortür. Legrand spielt eine wichtige Rolle in unserem Plan. Er ist es, der Inch am Ende die Handschellen anlegen soll. Doch bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun. Ich nehme an, das wird jetzt nicht mehr Legrand sein, sondern dass man jetzt eher auf Wachtmeister Zellner umgesattelt haben wird. Okay, was haben wir noch? Können wir nur die Treppe hinaufgehen? Das Schiffsmodell haben wir noch, aber das bringt uns, glaube ich, auch nicht viel. Ansonsten müssen wir vielleicht wirklich nochmal in die Kabine, um dort zu schauen. Eine sehr feine Handarbeit. Der Modellbauer hat sogar den Namen des Schiffes auf die winzigen Rettungsringe geschrieben. Allerdings fehlt der Wintergarten des Salons und auch das Hinterdeck sieht anders aus. Das Modell wurde wohl vor dem Umbau des Schiffes angefertigt. Okay,
Ich will noch mal kurz mir die Triplette anschauen. Ich weiß nicht, wo Inch die Triplette hat herstellen lassen, aber sie ist hervorragend. Selbst wer so viel Erfahrung mit Steinen hat wie ich, muss zweimal hinsehen, um sie als Fälschung zu entlarven. Okay, also Inch hat die selber anfertigen lassen, offenbar. Ich weiß jetzt nicht, was eine Triplette genau ist. Ich nehme aber mal an, dass es ein Nachschliff aus Glas sein wird oder sowas. Müsste man mal nachschauen. Kann ich jetzt nicht sagen.